Dass sich Kunststoff, Keramik und Metall 3D drucken lassen, wussten sie sicher schon. Aber wussten sie, dass 3D-Druck auch mit Pflanzen funktioniert? Das Oak Ridge National Laboratory, ein US-Labor aus Tennessee, hat ein 3D-Druckverfahren für Lignin entwickelt, das eine Einnahmequelle für Bioraffinerien werden könnte. Hier kommen drei unglaubliche Fakten über Lignin. Erstens. Lignin gehört zur Klasse komplexer organischer Polymere, wie sie auch in einigen Algen und dem Stützgewebe von Gefäßpflanzen vorkommen. Lignine sind bei der Bildung von Zellwänden, vor allem in Rinde und Holz, wichtig, weil sie nicht so leicht verrotten und zugleich Steifigkeit verleihen. Zweitens. Lignin ist ein Abfallprodukt der Zellstoff- und Papierindustrie und ein Nebenprodukt des Biokraftstoffprozesses und damit ein potenziell reichlich vorhandener und kostengünstiger Rohstoff. Es gilt als zweithäufigstes natürliches Polymer und wird nur von Zellulose übertroffen. Lignin gilt als wichtiger Rohstoff für Hochleistungschemikalien, die als Grundlage für die nächste Generation von Biokunststoffen gehandelt werden. Es ist flexibel und sehr stabil. Drittens. Um mit dem Naturprodukt 3D drucken zu können, kombinieren die Forscher Lignin unter anderem mit Kohlefaser und Kautschuk. Im Querschnitt des Schweißbereichs sieht man, dass zwischen zwei Schichten des 3D gedruckten Verbundmaterials eine besondere Schweißfestigkeit herrscht. Das Verfahren ist bereits zum Patent angemeldet.